Hey, und damit geht's auch weiter mit Paper Mario. Und ja, es wird schon wieder. Ja, von schon was gut. Ich fasse mich jetzt schon. Yay. ich habe wieder schon vergessen, was ich eigentlich machen sollte. Reden wir mal mit dir. Was sagst du eigentlich? Hey, Superstar, lass uns dir was flüstern. Du kannst auf Hüpfen finden, wenn du die drei Bäume in dieser Reihenfolge anwempelst. Links, rechts und dann den mittleren. Yep. Das ist wahr, ich schwöre es. Ups, jetzt habe ich viel erzählt. Jetzt ist Schluss mit den Geheimnissen. Okay. Welche? Was meint ihr genau? Ich weiß es nicht, aber das wäre... Ah ja, stimmt. Ich kann hier noch nicht hin, da mir doch eine Blubberbeere fehlt. Wer war hier? War hier der Dingenskirchenbaum? Autsch. Das möchte ich ungern eigentlich erleben. Deswegen hoffe ich, dass ich es blocken kann. Ich kann dieser Blocker... Oh, ich habe vergessen, mich zu heilen. Das sollte ich eigentlich nicht vergessen, denn das ist schon so ein bisschen tragisch. So ein bisschen. Aber auch, ja, nicht allzu sehr, nur so ein bisschen. Und ich ziehe dir nur 4 ab. Das ist nicht so schön, um ehrlich zu sein. Deswegen, wen nehme ich denn jetzt? Bombett kann nicht bleiben eigentlich. Buddy Slam. Ich muss ihn nur einfach gedrückt halten, dann stirbt es schon. Bob. Oder auch nicht, weil da ein Stachel war, der eigentlich nicht zu sehen war. Aber hey, wen interessiert sowas schon? Das sind doch nur Kleinigkeiten, die kein Schwein interessieren, wie mich zum Beispiel, denn ich bin kein Schwein. Ja, oder bin ich ein Schwein? Ich weiß es nicht. Ja komm, dann nochmal ein Superbeben. Mann! Och, ey, 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 ey. Nee, sowas macht man doch gar nicht. Nee. Und damit hätten wir schon wieder Geld. Wir haben sogar mittlerweile sogar recht gutes Geld hier. Ich meine, 100... Ja. 100... Wie viel war das jetzt? 92? 94. Ja, okay. Aha. Ich bin dir ausgewichen. Ach, hier ist das Labyrinth. Okay, warte, wie war das nochmal? Hier hoch. Und dann hier kann man weiter. Oder? Bin ich so richtig jetzt? Ich denke nicht. Nee, ich bin... Na, warte, da kann ich rein. Haha, ich erinnere mich. Ha! So. Die Frage ist hier irgendwo... Sollte ich nicht? Ah, nee, gar nicht. Ich sollte ja zu der Röhre da. Hier runter nämlich. Oder auch nicht. Muss ich dann nicht so lang? Hä? What? What? Okay, dann halt diese Röhre. Die Röhre war es. Hat sie irgendeinen Gang, den ich jetzt vergessen habe? Was von der rechten Seite? Ah, von der rechten Seite war das. Aha! Ja, ich habe, wie gesagt, schon länger nicht mehr gespielt, deswegen, verzeiht mir, wenn ich jetzt wieder doof bin. Ganz doof, so. Ey, du Arschkuh. Doof halt, ne? Ja. So, okay. Hier ist aber schon mal kein Baum. Kann ich dich... Warte, genau. Was wolltest du nochmal? Du wolltest etwas Schöneres, oder? Ja. Ha. Okay. Okay. Ich frage es aber, wie bekommen wir den Aqualiten wieder zurück? Also ja, eigentlich Wasserstein, aber hey, für mich ist das ein Aqualit. So. Jetzt mag ich das zur Zeit wieder spielen. Von daher, lasst mich. Wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, ja, dann habt Erfolg. Bete darum, dass die Suchmaschine eurer Wahl dieses Spiel kennt. Denn ich weiß nicht mal, ob das so... Autsch. Schon wieder. So, okay. Dann einfach nochmal ein Megabeben. Ein Superbeben, tut mir leid. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich meine, man kann mir sowas ja verzeihen, oder? Kann man mir sowas verzeihen? Ich denke nicht, aber hey, man kann es ja wenigstens versuchen, oder? Ja, hey. Ich sag sowas irgendwie gerne, oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja. Ich weiß nicht, ob die eure Suchmaschine der eurer Wahl sowas wirklich kennt. Denn falls es nicht der Fall ist, dann viel Spaß, das Spiel zu erraten. Denn das ist nicht so bekannt wie in Final Fantasy zum Beispiel. Warte mal, stimmt. Kann ich dich hauen? Also eigentlich, du bist ein Baum, deswegen... Ja, okay. Man hätte ja träumen können. Wieso kann ich eigentlich hier nichts einpflanzen? Ich hab doch Erde und ich hab die Bohne. Items... Da, lockere Erde und die Zauberbohne. Eine Bohne, die förmlich danach schreit, so schnell wie möglich eingepflanzt zu werden. Und reine, unverbrauchte Erde. Sie duftet frisch und gut. Frage ist, wohin jetzt? Eigentlich denke ich ja, Dingenskirchen. Nein, ich möchte Paracari nehmen. Also mein Gedanke ist eigentlich eher, dass ich jetzt im Labyrinth suchen müsste, aber ich habe doch auch schon überall gesucht, oder nicht? Ich denke schon. Aber ich bin mir unsicher gerade, weil das auch schon ein bisschen her ist.
Naja, werde ich dann ja sowieso später feststellen. Jetzt komme ich wieder zu... Ach, das, hier sind die Blubberbeeren. Das klingt, Blubberbeeren. Naja. Oder, was sind das die? Ja, die sehen sehr seifenblasig aus. Also werden es Blubberbeeren sein. So, hier ist ja Lilly. Aber wo gibt es denn bitte drei Bäume? Das bin ich auch noch nicht begegnet. Dann von dem... Na okay, ich kann nicht mal von dem angreifen. Dann muss ich vielleicht mit dir reden. Du sagst mir, was schöner ist. Oh, ich fühle mich schrecklich. Mein Zustand wird sich verschlimmern, wenn das Wasser nicht mehr sprudelt. Ist das die Strafe dafür, weil ich zu hübsch bin? Ja, okay. Du bist sogar fast eine Hilfe, Lilly. Aber auch nur fast. Eieiei. Ich sehe schon, ich werde nichts erreichen in dieser Folge. Weil ich absolut keine Ahnung habe. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Was gibt es? Azurbeeren. Oh, das ist schon mal sehr gut. Kann ich ein paar essen? So. Denn, ja, wie man festgestellt hat... Huch, ich habe nur noch 5 gehabt. Oh, oh. Was war das denn bitte? Wieso ist die golden? Ich sollte mich dafür heilen. Ich hab irgendwie ein böses Gefühl. Die sieht besonders aus. Deswegen habe ich ein böses Gefühl da. Und ich kann mich nicht heilen. Zumindest nicht allzu sehr heilen. Nehme ich die Rubinbeere. Ich bin ja schon durch das rote Tor durchgekommen. Ganz langsam. Nein, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Duselwusel. Nein! Verdammt. Oder Duselsusel. Suseldusel. Duselsusel. Suseldusel. Suseldusel. Ja, ich kann euch jetzt nicht alle töten, außer mit einem PK Starstorm. Ich fliehe. Ich möchte jetzt nicht gegen das Ding kämpfen. Von daher. Okay, ich bin schlecht. Ich bin scheiße. So. Erstmal erfolgreich. Wie viel hast du denn, meine kleine goldene Blume? Gumbario, was sagst du denn dazu? Einmal scannen bitte Suselwusel. Oh, das ist eine Suselwusel. Sie sind so selten, dass man sie auch legendäre Suseldusels nennt. Maximal KP 20, Angriffskraft 20. Verteidigung 1. Diese Wesen versuchen bei der ersten Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. Es wäre gut, eine zu besiegen. Aber Vorsicht, sie kann auch kräftig zuschlagen. 20! Ja, dann... Ja, dann versuche ich mal, das nicht zu verkacken. Nein, verdammt. Ja, egal, ob ich das jetzt eigentlich schaffe oder nicht. Das wird mich sowieso zuhitten. Aber jetzt kann ich. Ich könnte es jetzt mit Gumbario noch töten. Ach nee, gar nicht mal. Ha! So. Gut, geschafft. Und was bekommt? 42 Erfahrungspunkte. Sternenpunkte, tut mir leid. Und wie viel Geld bekomme ich? Wie viel Geld? Na komm, ich muss aber schon jetzt eine Menge Geld bekommen. Und noch ein Ahornsirup. Oioioioi, das Geld sprießt ja fast förmlich nur raus. Nein! Ah, verdammt. Eine Münze. So. Wobei ich mich frage, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt, ich sag mal, durch die Umgebung sterben würde? Wäre das auch ein Game Over oder wäre das einfach schier unmöglich? Ich weiß es nicht. Und um ehrlich zu sein, möchte ich es auch nicht wirklich probieren. Deswegen versuchen wir einfach mal ganz normal hier, ne? Ich speichere mal zur Sicherheit. So. Ich schau mal kurz ab, denn dann gehe ich mal kurz zurück. Und heil mich mal dort.
Und wer hat mich gerade angeschrieben? Was du es? Nein, du warst es nicht. Das ist mir noch angezeigt. Okay, dann weiß ich, wer es war. Aber das ist dann irrelevant. Weil ich jetzt gerade nicht wirklich schreiben kann. Von daher. Ja, ich schaue trotzdem kurz nach, was geschrieben worden ist. Sowas mache ich doch gerne. Na, habe ich jetzt das richtige Fenster erwischt? Nein, habe ich immer noch nicht. Okay. Das ist sehr schön für dich. Sogar schon fast ein bisschen. Aber auch nur fast. Mhm. Ah doch, ich habe sogar das richtige Fenster erwischt. Das ist schön. So. Ja, okay. Darauf schreibe ich gleich etwas. So, ich rede mal mit dir eigentlich. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp, was ich machen kann? Ja, du kannst mir vielleicht helfen. Das Quellwasser, das rund um Lilly hervorsprudelt, ist so erfrischend. Ob die Quelle wohl noch fließt? Ich frage mich, wie es Lilly geht. Danke, du warst sogar fast hilfreich, aber auch nur fast, denn ich weiß schon, wie es Lilly geht. Blubberbasen helfen mir nicht, weil ich hier nicht rüberkomme. Eigentlich ist da nichts, aber hey, wen interessiert sowas schon, ne? Ja. Naja, ist ja auch egal. Ein Baum. Welchen Baum kann ich denn bitte von links und rechts anschlagen? Bäume. Das ist ja Bäume. Ja, hier gibt's nichts wirklich. Oder ist der hier wirklich? Also ich erinnere mich an die Dingenskirchen, an die Lakitus, die hier verloren haben. Aber... Bin ich wieder oben? Ja, genau. Gab es wirklich nur 4 Röhren? Nee, oder? Kann gar nicht 4 Röhren gegeben haben. Es gibt ja mindestens 6. Ja, da ist ja gleich wieder Dingenskirchen. Da ist ja wieder die Blume, die was Hübscheres haben möchte. War ich bloß. So. Und hier kann ich wieder durch. Das heißt, hier ist ja wieder Dingenskirchen. Ich sollte mal wieder zu Audacity rüberwechseln, damit ich sehe, wie lange ich schon aufnehme. Ja, ja, ja. Deswegen, ja. Wieso kommt da so ein komisches Geräusch? Als wäre das so ein Gummihammer. Das ist jetzt schon... Ich weiß ehrlich nicht, was der Typ da meint, die Blume. Die so schwer verständlich ist. Naja. Das werde ich ja gleich nochmal... Ich lese mir das nochmal durch. Ich habe keine Ahnung gerade. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aber so träge, ne? Also, da kann man wirklich schon fast einschlafen. So, das Einzige, womit Posi dienen kann, ist Erde. Einfach nur Erde, yep. Sie hat definitiv nichts Schönes anbieten. Auf keinen Fall. Hahaha. Tut mir leid, Junge, aber mehr kann ich nicht. Du sagst immer was anderes, oder was? Du kannst es hübsch, wenn du die 3 Bäume in dieser Reihenfolge andempelst. Links, rechts und dann in den mittleren. Welche Bäume? Ach, vielleicht. Warte, andempeln? Anrempeln. Anrempeln. Welchen Baum soll ich anrempeln? Den... Es könnte auch sein, dass ich den Dingskirchen anrempeln soll. Das wird ja nie wirklich gesagt, welchen Baum. Du hast gesagt, ja, du sollst den Baum anrempeln. Ich finde das immer noch so süß. Aber naja. Gut, dass ich sogar fast gut bin. Gut, dass ich fast gut bin, ja. Sogar wirklich fast gut. Aber auch nur fast. So, und wieso ziehst du heute mal Fühler, Parakari? Du bist der Stärkste gerade, denke ich. Na okay, Lady Ball ist die Stärkste, wenn sie 6 abziehen kann, aber... Lady Ball, wieso nur? Wieso? Ach, Stinkwurz. Ich brauche Stinkwurz. So. Links. Rechts. Mitte. Oder so. Genau, das hält doch beide Werte, ne? Ja. Beide um 3, okay. Okay, okay.
So. Ah, der könnte sogar tatsächlich gemeint sein. Links. Ja, was? Rosia bat dich ihr etwas Schönes. Hat dich. Bat dich? Das sieht aus wie ein Haar irgendwie. Bat dich ihr etwas Schönes zu bringen? Rosie liebt schöne Dinge mehr als alles andere. Da nimmt sie sich selbst nicht aus. Ist dir was? Wer schellt bitte jetzt an? Nein, ich mach dich auf. Ist dir das aufgefallen? Du brauchst also Hilfe. Gut, ich werde dir helfen. Meine Wurzeln sind mit denen des Baumes verbunden. Wenn ich mich kräftig schüttle, fallen vielleicht ein oder zwei Kristallbeeren auf die Erde. Puh. Ups, das war jetzt nicht ganz der Wieleid. Rosie müsste mit dieser Beere eigentlich mehr als zufrieden sein. Ah, ja, sag das doch einer. Eine funkelnde Frucht, die glitzert oder so stand da. Ich weiß, ich hab den letzten Teil nicht mehr gelesen. Ja. Das heißt jetzt einfach nur gegen Schnaufis kämpfen. Hießen die Schnaufis? Ich denke, die hießen Schnaufi. Schniffi! Ja, fast. Wie sagt man schon knapp, dann nehme ich es auch vorbei, ne? So. Eigentlich muss ich nicht mal A drücken, aber ich mach's trotzdem gerne. Ich weiß nicht, wieso. Abtransport oder Valkyrie? Komm, machen wir mal eine Valkyrie. Auch wenn eine Valkyrie so nicht aussieht, aber... Hey, wow, das war sogar fast gut. Also, das zieht einfach nur Dingsrichten mehr ab. Na? Was soll ich sagen? Ja, ich hab's wieder vergessen. Haha! Das zieht nur einen Punkt mehr ab als der normale Angriff, aber das geht natürlich auf alle. Das muss man natürlich auch noch mitdenken. Aber deswegen, Ding ist, gehe 6 ab. BP. Ich wollte schon AP sagen. Ha. Ach, ja. Ist doch ein bisschen viel. Ja, okay, jetzt sind es streng genommen. Also, es sind zwar immer noch 6, aber man kann jetzt 4 sagen, weil ich ja. Einen Stinkwurz! Weil ich einen Stinkwurz habe, ja. Dann nehme ich kurz meinen Stinkwurz, das ich schon habe. Nein, andere Seite. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nach links drücken muss, wenn ich die Items haben möchte und nicht einfach nach rechts. Rechts sind die Partner. Das kann ich mir irgendwie nicht merken. Das ist irgendwie zu schwer für mich. Wirklich. Das ist traurig, aber wahr. So, jetzt kann ich ja. Jetzt verstehe ich das Spiel. Ja, langsam. Langsam, aber sicher. So. Nein, ich möchte nicht kämpfen. Immer noch nicht. Deswegen lasst mich bitte in Ruhe, ihr Stachis. Wie sind die Stachis? Stichi. Könnte auch Stichi geheißen haben. Ich bin mir unsicher. So. Ja, doch. So kann man auch laufen. Kam ich hier? Ich bin doch hier gerade irgendwie durchgekommen, oder nicht? Oh, okay, dann halt nicht. Das sah nämlich so kurz aus. Okay. Ach ja. So. Beeilen wir uns, denn... Lilly ist in Gefahr! Und ich denke, als nächstes werde ich Cooper upgraden, wenn ich wieder so ein Ding finde. Hallo, na? Hast du etwas gefunden? Eine Kristalle. Eine funkelnde Frucht, ganz und gar aus Kristall. Ach so, das war's. Oh, wie hübsch. Ich liebe es. Das ist viel hübscher als dieser hässliche alte Stein. Rasch, lauf zu Lidl und gib mir diesen Stein. Also bist du aber ganz, ne? Und stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Ja, okay, vielen Dank. Oh, welche Lieblichkeit. Ich bin so, schon so schön, dass es mich beinahe selber ängstigt. Ach, welche schönste Blume auf den Blütenfeldern. Das bin natürlich ich. Oh, ja. Ne? Musst du auch noch dabei sein. Ja, aber jetzt auf einmal ist sie ganz lieb geworden, ne? Jetzt, wo sie was Schönes gefunden hat. Ne? Ja, ich kenne solche Leute. Ich kenne einige solcher Leute. Das ist... schon fast cool. Aber auch fast. Aber naja. Kann man nichts gegen machen. Deswegen glaube ich lieber weiter unten umher. Und verschwinde bloß aus deren Ansichten. Denn ich möchte nicht kämpfen. Aha! So, war das jetzt unten oder nicht? Das war einfach nur rechts. Einfach nur rechts, denke ich. Ich sollte aber langsam auch mal speichern. Na, das wollte ich nicht mal wirklich, aber okay. Ich wollte nicht kämpfen, denn eigentlich muss ich sogar unten rechts hingehen. Bumm. Und damit ist schon mal eine Blume tot, ein Suseldusel. Keine legendäre, aber eine Suseldusel. Ne? Legendäre Suseldusel. Eieiei. Bla 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 bla.
okay. Ich finde das Timing nicht irgendwie. Es tut mir leid. Es tut mir eigentlich schon fast sogar ein bisschen leid, aber nur ein bisschen. Nur fast. Naja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Wie viel habe ich jetzt eigentlich nach diesem Kampf? Ach, Stinkwurz auch noch. Statt. Okay, dann. Das Schöne ist, jetzt kann ich durch. Ah, okay, das Stinkwurz ist mir jetzt eigentlich. Oh nein, 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 ich möchte nicht kämpfen, 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 ich möchte nicht kämpfen. So, und hier ist Petunia, oder? Ist hier Petunia? Ja, hier ist Petunia, okay. So einfach vorbei. So einfach. Verdammt! Ich dachte kurz, ich würde vorbeikommen, aber anscheinend nicht, wie man gesehen hat. Denn ich bin scheiße. Aber naja, ich muss einfach nur einmal draufspringen, dann hat es sich schon erledigt. Denn das bedeutet dann, dass der tot ist. So, und da muss ich nicht mal A drücken. Oder? Muss ich? Nein, 4 Punkte. Boah, Parakali, du bist stark. Oder Parakali, ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Eigentlich ist das jetzt ja eine deutsche Übersetzung, also müsste ich ja Parakali sagen, weil sie es sich wahrscheinlich so auch nicht gedacht haben. Aber ich... Naja, okay, dann Parakali. Denn so heißen die eigentlich auch nicht. Eigentlich sind die Paratrooper. Aber hey, wen interessiert sowas? Das sind Kleinigkeiten. Mich interessieren solche Kleinigkeiten eigentlich, aber auch nur eigentlich. Denn eigentlich sollte das Wort eigentlich nicht existieren, deswegen auch nur eigentlich. Ja, haha. So. Nein, ich bin doof. Ich hätte runterdrücken sollen. Gut, dass ich rechts gedrückt habe und nicht... Ich bin so dumm. Eieiei. Ich bin wirklich manchmal schon sehr dumm. Oder ich sag's anders. Ich bin immer schon sehr dumm. Also das klingt doch viel schöner eigentlich. Wieso sage ich so häufig eigentlich? Ich sollte mir das mal abgewöhnen. Das klingt nicht schön. Absolut nicht. Deswegen sollte ich mir das abgewöhnen. Yep, yep, ja. Weil eigentlich klingt so... Ja, ich hätte nichts gegen, aber ich möchte das schon so... Das ist ja der Wasserstein. Rasch, leg ihn in das Loch hier. Okay. Hier ist er. Der Aqualit ist wieder in Null. Hieß das Dorf so? Ich denke schon, dass es Null hieß. Aber es ist schon lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Von daher. Ach ja, irgendwann werde ich es mal spielen. Und dann auch mal durchspielen. Ja, das ist schon so ein bisschen schlimm mit einigen Spielen. Ich habe damals sehr viele RPGs gespielt und ich habe die sehr viel gespielt. So viel gespielt, dass man dann am Ende sagen konnte, ich hatte keine Lust mehr darauf, weil ich die so viel gespielt habe und habe sehr viel nicht durchgespielt. Darunter einmal halt mit Null und Aqualit, unter anderem. Dann natürlich der Vorgänger, The Legend of Dragoon und unendliche Meer. Aber... Ich sollte mal wirklich wieder nachschauen, so welche Spiele ich in der Vergangenheit gespielt habe, in meiner Kindheit, aber nicht durchgespielt habe. Und die sollte ich mal durchspielen, so einmal aus Nostalgie und schauen, ob die Spiele wirklich gut sind. Einfach mal so, ja, sollte ich mal machen. Vielleicht werde ich das dann sogar dann let's playen irgendwann mal, wenn ich es hinbekomme, dass ich meine Playstation capturen kann. Also gut capturen kann, weil an sich kann ich sie schon aufnehmen, aber ich möchte sie gut aufnehmen können. Das ist ein bisschen schwieriger, denn das ist so ein bisschen teurer und ich habe natürlich das Geld dafür, aber ist egal. Oh, da ist das Wasser. Süßes Wasser. Der Teich ist voller Wasser. Ich kann wieder dahin treiben. Es ist wie im Paradies. Wieso ist da so ein schwarzer Fleck bei dir? Ich danke dir vielmals. Dafür gebe ich dir etwas Zauberwasser von dieser Quelle. Hier, bitte. Vielen Dank für die Blume. Vielen Dank, wie lieb von dir. Dies ist das herrlichste Wasser der ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Wenn du eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Oh. Aber leider jetzt nicht. Die Sonne scheint nicht mehr. Oh ja, gute Idee. Du solltest versuchen, die Sonne dazu zu überreden, wieder in den Himmel zu steigen. Einem findigen Kerlchen wie dir wird schon das richtige Argument einfallen. Ich wette, du schaffst es. Immerhin hast du auch mich gerettet. Kann ich von hier aus auch ins Osashi schwimmen oder geht das nicht? Nee, geht nicht, okay. Dann geht das wirklich nur an solchen Dingern, an diesen Stegen. Ja, okay. So, was macht denn die Blubberblase? Kann sie mir irgendwie helfen? Also jetzt, außer storytechnisch. Stellt 5 KP her. Blubbeere. Okay, keine Blubberbeere. Aber wieso stellt sie 5 KP her? Ich habe doch schon eine Beere, die 5 KP hat. Also, okay, jetzt nicht gerade eben, aber generell.
So. Und wenn ihr euch fragt, wieso ich bäh gesagt habe, ist unwichtig eigentlich. Ihr müsst nur wissen, ich habe es gesagt. Das ist mehr als alles, was wichtig ist. Ja, mehr als alles wichtig. So, Paracarry. Paracarry, sag ich. Ich nenne ab jetzt Paracarry. So. Aber Carrie klingt so weiblich und, ich stelle mir ihn nicht so wirklich weiblich vor. Aber kann auch sein, dass es einfach nur sehr misogynistisch von mir ist. Das kann natürlich auch sein. Eigentlich ist es ein G. Aber hey. Also irgendein... ein Transgender, wie man das so schön nennt. Man weiß es ja nicht, ne? Man möchte ja gerne korrekt bleiben. So, okay, die Sonne ist nicht da, also Blubbeere, wo warst du? Blubbeere, wobei eigentlich... Ja, komm, ich mach das nochmal schnell. Nein, du warst nicht, also warst du oben. Wieso sagt mir das keiner, ey? Boah, ey, wegen euch allen muss ich immer die falschen Wege laufen. So, hallo, da. Hi, ich bin das Blubberkraut. Willst du wissen, warum ich Blubberkraut hast? Ich verrate es dir, wenn du mir eine Blubbeere gibst. Okay, hier hast du eine Blubbeere. Wieso auch immer du eine Blubbeere haben willst. Oh, das ist ja kurzartig. Okay, jetzt pass mal auf. Ja, okay, ich pass auf. Ja, ja, was machst du? Okay. Eine riesige Blubberblase. Da, ist das nicht toll? Okay. Jetzt wird mir nichts klar. Aber ich weiß schon mal, wie ich lang gehe. Und die zerplatzt einfach mal so. Okay. Also muss ich so... Ah, okay. Schön. Das sieht sogar wirklich schön aus, wie das Holz einfach mal aufklappt. Ich meine, so sehe ich das gerne. Sogar fast ein bisschen. Eigentlich wollte ich das nicht mal machen, aber dann ist schon mal ein Gegner tot. Oh, da ist ein grüner Magic Koopa. Okay, was sagt denn Gumbari dazu? Mal schauen, denn ich muss gleich, nein. Wie heißt du überhaupt? Glühkamek. Okay, ja, Kamek, stimmt. Wieso hab ich den Namen jetzt vergessen? Ich meine, das ist mein, Dingeskirchen. Yoshi's Island, ne? Ja. Das ist ein grüner Kamek. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Ich muss zugeben, dass mir diese grüne Robe sehr gut gefällt. Wirklich cool. Maximal KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er kann mit Magie die Verteidigung seiner Kumpane erhöhen. Er sieht irgendwie böse aus. Na, ich finde ihn nicht wirklich böse, aber dass er 3 Angriff hat, gefällt mir nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Und das ist nämlich nicht so toll. 11 HP, 3 Angriff ist ein bisschen viel. Oder er haut einfach ab. Das geht natürlich auch, ja. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Nö. So. Mal schauen. Gibt es hier noch irgendwie gefährliche Gegner? Wobei, finden wir es beim nächsten Mal heraus. Ja. Ich werde jetzt erstmal die Folge beenden. Denn wir haben ja auch schon wieder eine halbe Stunde gespielt. Oder fast eine halbe Stunde. Ich weiß, es sind eigentlich nur 28 Minuten. Bla bla bla. Aber seid froh, dass jetzt erstmal wieder regelmäßig was kommt. Ich hoffe, dass regelmäßig was kommt. Und ich hoffe, ja, egal. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Warte, nein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Tschüss.